Als ich 20 Jahre alt war, bin ich im Auto von meinem Vater in einen schweren Unfall verwickelt worden. Ich bin in diesem Zusammenhang klinisch tot und hatte ein inneres Erlebnis, ein ungeheuer überwältigendes Erlebnis, das seither mein Schlüsselerlebnis war. Der Gipfel des Ganzen war ein Eintauchen in ein herrliches Licht, in ein unvergessliches Licht. Als ich 9 war, hatte ich Hirnhautreizungen mit sehr hohem Fieber und bin dann in einen komaähnlichen Zustand gefallen. Ich habe meinen Körper verlassen und bin im Stegenhaus an der Decke und habe gesehen, wie meine Eltern meinen leblosen Körper Stegenhaus draufgetragen haben. Ich hatte eine sehr schwere, komplizierte Geburt. Ich hatte sehr viel Blutverlust und wurde in die Klinik eingeliefert. Und da ist es passiert, dass ich das Bewusstsein verloren habe. Ich hatte das Gefühl, eine Tür schlägt zu und da kam ein endlos langer Gang, dunkel. Und nur am Ende des Gangs sah ich den Licht und da bin ich drauf zugegangen und wollte unbedingt in dieses Licht. Mit 28 hatte ich mein erstes Nahtoderlebnis. Es war eine Lungenembolie nach einer Geburt. Und mit 28 habe ich, mit 38 hatte ich ein hypoglykämisches Koma. Beide Mal habe ich meinen Körper verloren und konnte beobachten, was mit mir gemacht wird und was geredet und was die Leute gedacht haben. Ich habe zwei Nahtodeserlebnisse gehabt. Das erste Mal mit 6 Jahren, da bin ich erschlagen worden von 5 anderen, etwas größeren Jungs. Und das war schon unglaublich beeindruckend. Und das zweite Mal ist es dann passiert, als ich Wildwasser gefahren bin. Das habe ich, also bin Wettrennen gefahren. Und dort bin ich gekentert und habe das wiederum erlebt. Und das war so etwas Umwerfendes für mein gesamtes Leben, dass ich also heute sehr, sehr dankbar bin, dass ich es erlebt habe. Sterben, das tun ja immer nur die anderen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich selber sterben würde. Ich war ja noch so jung. Ich habe mir überlegt, warum ich am Sterben bin. Ich war auf so einer eigenartig hohen Bewusstseinslage. Aber ich habe mir dann zusammenreimen können, dass das wohl mit dem Auto zu tun hatte. Ich bin vorher noch im Auto gesessen und dass es wohl ein Autounfall war. Aber ich weiß, dass ich mich in einem Gartenbeet liegen gesehen habe, in einem Erdbeerbeet. Es war dunkel, es war schon Nacht. Und ich hatte eine hektische Atmosphäre voll von Angst rund um den Körper gespürt. Und es war eine sehr ungemütliche Situation. Ich habe mich auch kurz gewundert, warum ich ausgerechnet in einem Erdbeerbeet liege. Aber es hat mich dann eigentlich wie nicht mehr interessiert. Und ich war froh, dass ich wegschweben konnte. Ich hatte plötzlich, es war an einem Sonntagmorgen, wahnsinnige Schmerzen. Und plötzlich konnte ich nicht mehr atmen. Und habe mich gesehen an der Decke von meinem Spitalzimmer und habe sofort realisiert, dass das eine unmögliche Stellung ist und habe zuerst gedacht, wenn ich runterfliege, dann breche ich mir ein Bein. Und dann habe ich ein bisschen umgeschaut, ein bisschen ratlos, weil ich von dort oben runter wollte. Und dann habe ich mich auf meinem Bett gesehen und habe gedacht, ah, du bist tot. Ich bin durch die Wand, durch die Küchenwand, in den Gang raus und dort im Stegenhaus an der Decke oben gsi. Und habe mich währenddem, also schon als ich auf der anderen Seite war, habe ich gemerkt, dass irgendetwas ist komisch, jetzt bin ich durch die Wand durch. Nach einer Zeit habe ich gesehen, wie die Eltern das Stegenhaus abkommen
und in die Küche gehen. Und mein Bruder war auch dabei gewesen. Und dann haben sie einen Körper rausgetragen zur Küche aus. Und wo es, also ein Stegenhaus macht so eine Kurve und ich war schön oben dran gewesen, wo sie durch die Kurve drauf sind, habe ich meinen eigenen Körper erkannt. Das bin ich. Und das war hingegen ein seltsames Gefühl gewesen, weil eigentlich war mir der Körper fremd gewesen. Das ist, und klein vorkommen, unheimlich klein. Also irgendwo bin ich grösser gewesen. Ich kam von einem Film nach Hause, wo ich eigentlich nicht hätte hingehen sollen. Es war am frühen Abend, für mich war es schon dunkel. Und mir begegneten 5 Jungs, die für mich damals viel größer waren körperlich. Und dann hat mich der erste angerempelt und dann haben sie schon auf mich einen geprügelt. Dann habe ich einen sehr starken Schlag im Bauch gespürt, das war eigentlich das Letzte, was ich spürte. Und dann habe ich gedacht, oh Gott. Und dann war ich schon, die nächste Erinnerung, die ich habe, war ich schon außerhalb des Körpers. Ich habe mich schon über dem Körper schweben sehen, es waren vielleicht 3-4 Meter. Und habe dann gesehen, dass die Jungs furchtbar erschrocken waren und weggerannt sind. Ich selber hatte einen ganz kleinen Moment Angst, aber danach kam eigentlich schon wieder ein sehr positives Gefühl. Ja, es ist mir bewusst geworden, dass es eigentlich nicht zum normalen Leben gehört. Aber für mich war im selben Moment, wo ich mich selbst habe liegen sehen, war das eigentlich nicht außergewöhnlich. Das war so, wie als wenn ich eine Erinnerung hätte, Mensch, das kennst du, das ist eine ganz alte Sache. Darum war ich auch überhaupt nicht ängstlich. Ich war richtig fast wieder froh, zu Hause zu sein. So ein Gefühl war das. Ich war bewusstlos. Ich habe aber dabei bemerkt, dass mittlerweile ein Ärzteteam kam, die versucht haben, mich wieder zurückzuholen, die mit einer Spritze direkt ins Herz injiziert haben. Aber ich war schon so weit, dass ich in die Höhe schwebte, also über dem Körper mich praktisch befand. Und ich hatte das Gefühl, dass ich sehr leicht werde, dass alles problemlos und leicht und harmonisch ist. Ich fühlte mich unwahrscheinlich gut und zufrieden und dachte, da bleibst du jetzt. Also das dürfte eigentlich jetzt die Stätte sein, an der du daheim bist. Und du möchtest eigentlich nie mehr zurück. Ich habe dann in einem blitzschnellen, farbigen Panorama, im Rückblick, nochmal mein ganzes Leben wie in einem Film von mir vorbeilaufen gesehen. Ich habe alles nochmal mit allen Höhen und Tiefen, vor allem auch mit den glücklichen Momenten, durchgelebt. Mit allen Empfindungen, mit allen Düften, mit allen Tönen. Das Schwergewicht war vor allem auf den glücklichen Moment gewesen. Ich konnte auch alles bewerten. Ich hatte in dem Moment einen sehr klaren Geist. Da sind so Schnappschüsse aus meinem Leben. Und zwar solche, wo ich mich geschämt habe dafür. Ich hatte einige. Und solche, die aber einfach schöne Erlebnisse waren. Und was so die Essenz war, das Licht oder der Raum um mich, der hat wie zu beidem immer gelächelt. Ich habe kurz nur meine leibliche Mutter gesehen und danach auch mal ganz kurz meine Stiefmutter, bei der ich groß geworden bin, aber keine bestimmten Situationen. Es war nur ein kurzer Blick sozusagen zu den beiden. Mein Vater nur in einer etwas entfernteren Situation, also den habe ich nicht so nah gesehen und dann war ich aber auch schon im Jenseits. Es war mir, wie wenn meine ganze Umwelt in einem chaotischen, funkensprühenden Wirbel in sich zusammenfällt. Ich bin in den Wirbel hineingezogen worden, in einen Sog, wie in einem Fluss. Und bin dann wie durch einen Tunnel gezogen worden, durch einen dunklen, engen Tunnel. Also ich weiß nicht, wo der Tunnel bei denen herkommt. Das mag damit zusammenhängen, dass ich noch ein Kind war. Es ging unglaublich schnell und ich habe überhaupt keinen Tunnel erlebt. Es hat eine Weile gedauert, bis ich an das Ende dieses Tunnels kam. Und dann wurde mir geholfen. Ich wurde hochgenommen, in dieses Licht gebracht. Das
weisse Licht ist schwer zu beschreiben, weil es sehr hell ist, aber nicht blendend. Ja, ich würde fast sagen, wie Emaillen oder Silberweiss, so. Farbig würde ich dem gar nicht sagen. Ich würde also eher ganz weiss und gleichzeitig sind alle Farben drin. Also, es ist, aber nicht als Regenbogen, also nicht irgendwie gestaffelt. Weiss, es wirft keinen Schatten. Es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Sonnenlicht oder mit einem Lampenlicht. Es war eine direkte Licht oder Energie, für mich war es wie eine schöne Energie, weil es war nicht nur Licht, es war nicht nur hell, sondern es war ein sehr schnelles, geborgenes Gefühl, daher auch dieses Heimatgefühl, ich bin wieder zu Hause. Und es ist nicht nur Helligkeit von dem Licht gehabt, sondern auch Wärme, Gefühl von Liebe, Geborgenheit, Fürsorge, Güte, alle wunderbaren Gefühle, die einem glücklich machen, sind ganz reich von diesem Licht ausgeflossen. Und es ist mehr als Licht. Es hat auch Ton und es hat Schwingung. Und ich habe dabei Geräusche gehört, eigenartige metallische, dröhnende Geräusche wie von Glocken, aber disharmonisch. Ja, es war Licht im Sinne von einer... Ja, es war keine Musik da, also ich habe keine echte Musik gehört, aber es war wie, als wenn wirklich sozusagen der Himmel, wie man so schön sagt, der Himmel voller Geigen hing. Es war ein unglaublich schöner energetischer Zustand, als ob ich total beschützt wäre und um mich herum alles nur ein Meer von Energie war. Es ist ein pulsierendes Licht gewesen, pulsierend vor Leben, voll von Energie, von Kreativität. Und es ist unbeschreiblich, wie glücklich, dass ich in diesem Moment war. Ein unbeschreibliches Gefühl von Freude, von, dass es einem gut geht, von Licht, von Liebe, würde ich sagen. Das ist etwas, wo man mehr fühlt. Wahrscheinlich umschreibe ich mit Licht ein Gefühl. Das war etwas, das einem irgendein Wie festhält und was alles übersteigt, was man sonst könnte erleben. Es war sicher diese vollkommene Harmonie. Dieses Licht, diese Musik auch, die man gehört hat, die mit integriert war in dieses Licht. Es war eine Vollkommenheit, wie man sie hier nicht kennt. So durchs Universum geschwebt bin, sind mir auf einmal Gestalten entgegengekommen, wo mir vertraut gsi sind. Man erkannte zwar die menschlichen Wesen, also diese Umrisse, aber es war nicht vergleichbar mit wirklichen Menschen. Sie sind alle weiss gekleidet gsi, sie haben miteinander geredet. Und das eine, die hat einmal seinen Platz verloren und ist auf die andere Seite gegangen. Also sie haben ganz einfach, ganz normal gewartet. Das war für mich wie ein riesiger Empfang. Also schöner als alles, was ich in meinem auch späteren Leben bis heute erlebt habe. Und immer wieder kam diese Geschichte, ich bin wieder zu Hause, ich gehöre dazu. Und ich dachte auch fast alle, ich kenne die alle, die da um mich herum standen. Das waren so wie Brüder. Sie sind dann näher gekommen und zuvorderst habe ich zu meiner Freude meine Großmutter entdeckt. Sie ist etwa ein halbes Jahr vorher gestorben. Was ich wahrgenommen habe, Gestalten sind die lebenden Personen, also in Körper seienden Personen, waren meine Eltern und Brüder. Und das Licht hat eine Stimme gehabt. Und ich habe immer herumgeschaut, wo kommt die Stimme her. Aber es ist wie wenn es ist einfach, es wie anders in dieser Dimension. Und das zu beschreiben ist schwierig. Ich kann nicht definieren, waren es Bekannte, waren es Verwandte oder ich weiß nur, es waren Lichtwesen, die mir geholfen haben und sich sehr gefreut haben, mich zu sehen, mich eben in dieser Welt zu sehen. Sie haben ein Gespräch mit mir hatte, vor allem meine Großmutter, aber ohne Worte. Es war eine nonverbale Kommunikation, ein Austausch. Aber ich habe gesehen, dass sie glücklich ist und dass sie mich
sozusagen willkommen heißt in dieser jenseitigen Welt. Diese haben zu mir gesprochen, im Grunde wie von der Symbol oder vom Erleben her wie ein Vater, wie ein alter, netter, weiser Mann. Aber auch zum Teil waren es sehr junge Stimmen. Es waren nicht also nur alte Stimmen. Jung, so wie man sich, wie man uns Kindern früher damals erzählt hatte, wie Engel sind. Also einfach schön und hell und froh. Ich hatte viele Fragen gehabt. Unzählige Fragen über den Mikrokosmos, über den Makrokosmos, über die Vergangenheit, über alles, was auf der Welt ist, was ich noch nicht gesehen habe. Australien meinetwegen. Oder wie sieht der Andromeda-Nebel aus? Oder wie sieht der Atom aus? Oder ein Neutron? Oder all die Sachen, die man sonst gerne nicht sieht. Alles hat mich neugierig gemacht. Alles wollte ich wissen. Und alles ist mir blitzschnell die Antwort zugefallen. Und ich habe mir gedacht, wenn du in deinem Leben so intelligent gewesen wärst, so hättest du wahrnehmen können, das wäre fantastisch gewesen. Aber es ist eben nur, so viel ich weiß, wenn man schon nicht mehr ganz im Leben steht, dann hat man diese Wahrnehmung, ich glaube, Buddhisten sagen, siebenmal schärfer oder siebenmal mehr wie im normalen Leben. Und das Spannende war, dass ich wie in ganz vielen verschiedenen Gedankengängen zugleich denken konnte. Und jeder Gedankengang war gestochen scharf und hat den anderen nicht gestört. Und das Ganze war zudem ein dynamischer Prozess. Es ist immer noch stärker geworden. Ich konnte immer noch mehr aufnehmen, auffassen. Und alles war mir einfach völlig klar und durchschaubar. Die ganzen Rätsel vom Universum. Als ich bereits ganz nah bei diesem Licht war, da ist plötzlich ein störendes Geräusch an mich gedrungen. Einen Namen habe ich gehört rufen, den ich eigentlich schon vergessen hatte. Aber ich war ein Leben lang trainiert, um auf den zu reagieren und habe jetzt auch darauf reagiert. Und zwar mein Name. Ich habe gehört, wie mein Vater immer wieder mit einer angstvollen, gepressten, drängten Stimme voller Verzweiflung einfach meinen Namen ruft. Immer wieder, er hat nicht gehört. Und da ist mir auf einmal wieder bewusst geworden, dass ich ja jetzt im letzten Moment bin von meinem Leben, dass ich jetzt dann gerade weg bin, vollends. Und ich hab, es ist mir bewusst geworden, dass das für meine Angehörigen wahrscheinlich ein Schmerz wäre, eine Trauer. Und ich wollte ihnen das eigentlich ersparen. Es wurde mir bewusst gemacht, telepathisch möchte ich sagen, bewusst gemacht, dass ich wieder zurück muss. Dass meine Aufgabe praktisch noch nicht erledigt ist. Ich hätte noch vieles zu tun. Ich konnte nicht da bleiben, durfte nicht da bleiben. Ich kann nicht wieder zurück in den Körper. Ich habe wahrgenommen, wie klein das da ist. Dass ich will das nicht. Und das ist dann das Erste, was ich wahrgenommen habe, verbal, also oder über das Gehör, wo war, dass ich zurück muss. Man hat mich dreimal gefragt und nach dem zweiten Mal habe ich gedacht, ja, du hast doch ganz klar und deutlich gesagt, du willst nicht mehr, du willst da bleiben. Und dann sagt die Stimme, überleg dir es nochmal, du hast den freien Willen. Und ich frage, ja, warum? Das war ein sehr interessantes Gefühl, nämlich eine Mischung zwischen du musst und aber auch auf der anderen Seite wieder wirklich auch wieder Neugierde. Das heißt, ich möchte eigentlich doch noch weitermachen. Ich möchte sehen, wie es hier auf der Erde weitergeht. Weil es war mir fast irgendwie so ein bisschen langweilig. Ich wollte noch irgendwas tun und selber noch erleben auf der Erde. Und dann bin ich wohl irgendwas wie in meinem Körper innen, aber ich habe es nicht gespürt. Ich bin plötzlich wieder verwacht. Habe gemerkt, dass ich ein kleines Gefühl hatte in einem Fuß. Wieder eingeschlafen und das Gespür, dass man lebt, also die körperliche Möglichkeit, sich zu bewegen oder so, ist dann einfach langsam wieder hoch und ist von den Füßen an einfach es wie aufgegangen. Und die vielen luziden, klaren Gedankengänge, die ich vorher hatte, die sind wie verwirrt worden und haben sich eingeschränkt. Am Schluss hatte ich nur noch einen Gedankengang aufs Mal und auch der war nur noch matt und dumpf. Und dann habe ich einen Ruck gespürt. Und ich bin wieder in meinem Körper gewesen. Ich habe ihn als schwer, als Gewicht empfunden. Ich habe auch die Schmerzen gespürt in dem Moment und bin
vor allem verschrocken, wie beschränkt unsere Kapazitäten sind im Körper. Beschränkt sowohl in geistiger Hinsicht, in Hinsicht von Erkenntnis, von Denken, wie auch von den Gefühlen. Es war platt und dumpf gewesen, und das ist so unsere Existenz. Und im ersten Moment bin ich sehr erschrocken darüber. Als ich wieder zurückkam, es war mitten in der Nacht und es war dunkel und an meinem Bett saß eine Ärztin. Und ich habe im Moment nicht gewusst, wo ich bin. Aber als ich erkannt habe, dass ich wieder da bin, war ich sehr unglücklich. Das war sehr, sehr unangenehm gewesen. Es war mir kalt, eng, scheußlich einfach. Es war wirklich eines der schlechtesten Erlebnisse, die ich hatte. Und im gleichen Moment sind Atemnot und Schmerzen, und das ist also das körperliche Bewusstsein von der Situation, war hundertprozentig da. Aber irgendwie wollte ich einfach doch wieder zurück. Insofern war es einerseits Erleichterung und andererseits genau wie beim ersten Mal, als ob man wieder in einen Käfig muss fast. Also es war schon eine Beengung. Ja, ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht, wieder zurückzukommen, obwohl ich glücklich verheiratet war und mein Kind mit Freude erwartet habe. Aber es war nicht vergleichbar mit dieser Harmonie und diesem Geborgensein in diesem Jenseits. Was ich mich wieder erinnern kann, dass ich in einem schaukelnden kleinen Raum wieder zu mir gekommen bin. Das war die Ambulanz. Und dass ein weiss gekleideter Mann seine freundliche Pflicht tun hat, als er gemerkt hat, dass ich wieder langsam mich rege, hat er gefragt, wie heißen Sie? In welcher Krankenkasse sind Sie? Und dann bin ich wieder zurück in der Schweiz. Ich hatte das Gefühl von einer ganz intensiven Realität, wie ich es im Traum nicht habe. Im Traum merke ich manchmal selber, dass ich am Träumen bin. Aber das war ganz eine intensive Realität. Ich konnte ungeheuer klar denken in diesem Moment, auch sehr intensiv fühlen. Und das Ganze war so in einer Steigerung. Alles hatte aber auch eine logische Abfolge. Eins ist auf dem anderen aufgebaut, am Schluss ist es gipfelt in diesem Licht. Ich habe nie, auch nur annähernd, etwas Ähnliches in einem Traum erfahren. Es war eine andere Bewusstseinslage, eine andere Bewusstseinsebene. Völlig anders, nicht vergleichbar. Die Gewissheit, die ist, wissen Sie, die genauso stark oder stärker, als wenn ich in einen Apfel gebissen habe. Wenn ich reingebissen habe, dann weiß ich einfach, ich habe es geschmeckt, ich fühle es, ich spüre es. Und diese Wahrnehmung war für mich, ich würde wirklich von Empfinden her, kann man nur sagen, realer, als wenn ich heute ein Stück Holz anfasse. Es ist einfach eine absolute Sicherheit. In mir war das Bewusstsein, dass das wirklich gelebt ist. Und ich habe gar nicht an eine Halluzination gedacht. Es war einfach ganz normal, ein normaler Ablauf. Und ich hatte keine Angst und nichts. Ich bin mir so normal und so lebendig vorgekommen wie eh und je. Wenn ich etwas träume und verwache, weiss ich, das war ein Traum. Und dort, das ist eine Realität. Also es ist genauso Realität, wie ich jetzt da sitze. Ich glaube, das kann jeder Mensch unterscheiden, Traum und Wirklichkeit. Für mich war das Wirklichkeit, erlebte Wirklichkeit. Und ein Traum ist etwas Vages, etwas, das man sieht und vergisst. Aber dieses Erleben vergisst man nie, solange man lebt, nicht. Und erwartet es auch wieder, wenn man stirbt, dass man es wieder erlebt. Im Laufe jetzt von den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren ist die Sicherheit so stark, da könnte also die ganze Welt, alle Psychiater zusammen, die könnten 5 Titel haben, da würde ich nur sagen, ist schon okay, das ist eure Meinung, ich habe es erlebt und was sollen wir zwei uns streiten? Ich habe immer gedacht, bewusster, wie in dem Moment, wo ich von menschlicher Seite gesehen kein Bewusstsein hatte, bin ich nie gewesen. Was mir eigentlich unerklärlich wäre, wenn man das nur rein biochemisch erklären würde, warum
erfährt man am Ende, wenn die Lebensfunktionen immer mehr absterben, wenn auch das Hirn allmählich anfängt absterben. Warum erfährt man ausgerechnet in dem Moment, wo alles am Verlöschen ist, ein derart intensives und strahlendes Licht? Das steht im Gegensatz zu allem, zu allen körperlichen Geschehen in dem Moment. Im Spital bin ich noch lange sehr intensiv unter dem Eindruck von dem Erlebnis gestanden. Aber ich habe mich nicht getraut, das den Ärzten oder Krankenschwestern zu erzählen, weil ich gedacht habe, sie können das gerne nicht verstehen, sie würden mich für verrückt halten. Es war mir auch zu kostbar, das irgendwelchen Leuten zu erzählen. Ich habe nicht gezweifelt, dass es nicht wahr gewesen wäre, aber ich hatte das Gefühl, es könnte jemand anderes gerne nicht verstehen. Ich habe eigentlich nie darüber erzählt. Ich habe mit meinem Mann mal darüber gesprochen, aber er konnte sich das nicht vorstellen. Ich habe es eigentlich im Grunde genommen selbst verarbeitet im Lauf meines Lebens. Ich habe ganz kurz meinem Vater am nächsten Tag erzählt, dass ich etwas erlebt habe und also jenseitige Wesen gesehen und gehört habe. Dann hat er nur gesagt, um Gottes Willen, schweig und sag nie wieder was. Und das Interessante ist, dass man mir auch im Grunde gesagt hat, es ist besser, du schweigst. Meine Mama war sehr verstört. Und wir haben nachher, also wie es mir besser gegangen ist, habe ich verschiedene Mal und lange Zeit versucht, ihm das klarzumachen, aber er hätte es nicht annehmen können. Ich weiß nicht, ob die Menschen bereit sind, dieses Erleben überhaupt aufzunehmen und zu verstehen. Das war vielleicht der Grund, warum ich nie darüber gesprochen habe. Dass ich es so frei erzählt habe, später anderen Leuten, das war Jahre später. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Jahre. Aber erst in dem Zeitpunkt, wo ich gelesen habe und erfahren zu meiner grossen Verblüffung und zu meinem Erstaunen, dass andere Leute genau das Gleiche auch schon erlebt haben. Das war für mich wie eine Befreiung. Dann habe ich gedacht, dann haltet man mich vielleicht doch nicht für einen Spinner, wenn ich das jemandem erzähle, sondern dann ist das eine allgemein menschliche Erfahrung, die sehr viel in einer ähnlichen Situation ähnlich erleben. Und seither habe ich auch weniger Hemmungen, darüber zu reden. Das Licht ist von einer ganz anderen Welt gekommen. Und für mich war es der Inbegriff von allem. All Geborgenheit, all Liebe, all Güte, all Kreativität. Ich würde es als Gott deuten oder als Abglanz von Gott oder als Phänomen von Gott. Ich deute das ganz klar als göttliche Energie, unsere eigene göttliche Energie. Für mich war das ein göttliches Licht. Das ist nicht zu beschreiben. Das ist auf der Erde nicht, auf der Erde ist mit nichts vergleichbar. Ich bin überzeugt, dass, sagen es ja auch viele, dass Christus nochmal kommt. Im Sinn von einer Vereinigung von allen Religionen, die wo alle ihren bestimmten Wert haben, für einen kosmischen Glauben, wo jedes selber verantwortungsbewusster lebt. Das ist meine Auffassung. Wer so etwas erlebt hat, der kann gar nicht letztlich anders als die Religion im Sinne des wahren, der Bedeutung des Wortes nehmen, nämlich die Rückbindung. Also hat nichts mit Kirche zu tun, überhaupt nichts. Das sind menschliche Institutionen mit sehr, sehr vielen Vor- und Nachteilen. Aber die wahre Religion, nämlich die Frage, woher komme ich, was soll ich eigentlich hier und wo gehe ich wieder hin? Ja, da kann man ja gar nicht mehr anders. Also wenn man das einmal erlebt hat, dann muss man immer weitergehen und immer weiter fragen. Seit dem Erlebnis ist es für mich ganz eine selbstverständliche Annahme, dass das Leben mit dem Tod nicht fertig ist, sondern dass es auf einer anderen Ebene weitergeht. Sehr viel glücklicher als im jetzigen Leben, mit viel mehr geistigen und gefühlsmäßigen Möglichkeiten. Mein Teil, wo lebt, wo?
wahrscheinlich schon immer gelebt hat und wahrscheinlich auch immer wird leben, wird weiterleben. Ich werde den Körper abgeben. Der Körper wird sterben. Der Körper ist ja das, was alt wird. Oder krank. So krank, dass er wird sterben. Also der Körper, man sagt ja auch in der Umgangssprache, der Körper gibt den Geist auf. Der Geist lebt weiter. Ich bin überzeugt, dass wir manchmal gelebt haben. Und dass unser derzeitiges Leben auf der Basis von früheren Leben ist. Also, dass wir irgendwie da sind, etwas zu lernen, weiterzumachen. Nach dem Tod, würde ich sagen, lebt der Geist, Körper, Seele. Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Der Körper löst sich auf, Geist und Seele sind ja Energien und sind gegenwärtig und sind irgendwo im Raum. Sie brauchen ja praktisch keinen Raum, dieser Energie. Und irgendwann wird man wieder inkarnieren. Absolut sicher. Es ist eine Sicherheit, die ist für mich wirklich genauso sicher wie alles, was ich hier auf der Erde anfasse. Dass das Prozesse sind, genau wie Tag und Nacht und Schlafen und wieder ein neuer Tag. Es ist wirklich im Grunde eine ewige Wiederholung, die wir offensichtlich so lange brauchen, weil wir nicht wach genug sind, nicht bewusst genug sind und es nicht genügend hier lernen. Also ich gehe davon aus, wir leben als Seele, als Geist immer, ewig. Wir kommen auf die Erde in einen Körper und sterben wieder und gehen wieder. Und wir gehen zurück an Ursprung, ins Licht, zu Gott, in den Himmel. Da gibt es auch wieder ganz viele Ausdrücke. Man kann sagen, umfasst dort unseren neuen Job auf der Erde, wenn wir wiederkommen. Also es braucht den Kreislauf zurückzugehen, um wieder neu geboren zu werden. Ich glaube nicht, dass ich schon mal auf der Erde war, bin in einem anderen Leben. Es würde mir auch grausam dunken, wenn ich nach dem Tod, wenn wirklich alles hinter mir wäre und ich in dem Glück drin wäre, wenn ich nochmal zurück in das sehr beschränkte irdische Leben, wo matt und dumpf ist im Vergleich zu dem, was nachher kommt. Ich würde das als Strafe anschauen. Dass das Erlebnis in mir sozusagen paranormale Fähigkeiten geweckt hat, kann ich nicht sagen. Aber es hat vielleicht eine verstärkte Intuitionsgabe bewirkt, dass ich mich vielleicht besser kann in andere Menschen hineindenken, dass ich manchmal wirklich ablesen kann, was sie fühlen oder was sie jetzt gerade denken. Und hin und wieder hatte ich schon auch Ahnungen, die dann wirklich genau so eingetroffen sind. Ich habe immer wieder Begegnungen mit sogenannten Verstorbenen, sogenannten verlorenen Seelen. Es gibt auch da ganz viele Ausdrücke. Und also teilweise treffe ich die, weil ich es rufe, weil ich es effektiv mich bereit mache, um mit ihnen zu kommunizieren. Ab und zu kommt auch jemand oder so ein Wesen zu mir. Also ein Beispiel. Ich hatte einmal ein Telefon mit meinem Bruder und habe ihm gesagt, stell dir vor, was ich jetzt geträumt habe. Nämlich, dass bei unseren Eltern eingebrochen worden ist. Zum Glück ist das nicht so. Am anderen Tag hat er angeläutet und hat gesagt, stell dir vor, was passiert ist die letzte Nacht, das ist bei den Eltern eingebrochen worden. Das einzige Mal, dass er je eingebrochen worden ist vom ganzen Leben. Zum Beispiel konkret eine längere Beziehung, die länger angedauert hat, war mit meinem Grossvater. Wo einfach auftaucht ist jeweils und sich in mein Leben eingemischt hat, also mit seiner Art mir Tipps gegeben hat und mich angesprochen an den unmöglichsten Ort. Ich sah meinen Vater vor meinem Bett stehen und Abschied nehmen. Und da ich wusste, mein Mann würde mir das wahrscheinlich nicht glauben können, wenn ich ihm das am nächsten Tag erzählen würde, habe ich ihn geweckt und habe ihm das erzählt, dass mein Vater mit einem langen weißen Gewand vor meinem Bett stand und sich von mir verabschiedet hat. Und am Morgen wurde dann angerufen, dass er um diese Zeit gestorben ist. Also ich erzähle euch am besten eine Situation im Büro. Tippt er mich an, dieser Schulter. Und ich schaue hinterher, sehe meinen Grossvater und sage, stör mich jetzt nicht, jetzt bin ich am Arbeiten.
Blöderweise war das in einem Grossraumbüro. Und dann nebenzu hat rumgeschaut und dann habe ich erst realisiert, ah, den sieht er ja gar nicht. Also das sind unangenehme Situationen, das habe ich meinem Grossvater gesagt, dass ich finde das überhaupt nicht lustig so. Ich habe eine gewisse Fähigkeit erreicht, um Dinge sehen zu können, besonders bei Patienten oder wenn ich mich darauf konzentriere, bei Menschen, die ich beraten darf, um zu erkennen, in welche Richtung ihr Leben geht, beziehungsweise was sie lernen sollen, wo ich mithelfen darf, was ich ihnen sagen kann. Ich habe sehr oft Fähigkeiten, auch schon einen Tod von Menschen vorauszusehen, aber ich werde es und sage es auch niemals und habe es bisher auch noch niemals gesagt. Insofern, wenn ich so etwas sehe, ich schweige total. In den traditionellen Vorstellungen vom Tod schwingt vielmal Angst mit. Und während dem Fluss von meinem Sterben damals sind mir all die Bilder wieder in den Sinn gekommen. All das, was ich auch schon je gelesen habe, gehört habe über den Tod. Und ich musste lächeln darüber, wie ich gesehen habe, es ist in Wirklichkeit ja ganz anders. Es hat nichts mit Angst zu tun. Künstler oder überhaupt allgemein, die Menschen haben ja in der Regel Angst vor dem Tod und übertragen das in ihrer Kunst wahrscheinlich auf für sie schreckliches Erlebnis, sterben zu müssen. Also die sie in der Kunst darstellen, haben es sicher nicht erlebt. Ich denke, das sind auch, soviel ich weiß, meistens religiöse, und unter Religion da meine ich jetzt katholisch-religiöse Bilder. Und dort, ich bin selber nicht katholisch, aber dort nehme ich wahr, dass der Tod etwas Dunkles ist. Dass dort auch darum geht, man könnte ja schliesslich in die Hölle kommen. Eine ganz gefährliche Angelegenheit. Also, dass der Tod auch als Mittel gebraucht wird, als Erziehungsmittel fast, für das Leben. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, Menschen mit Angst im Zügel und im Zaum zu halten, um sie dort hinzubringen, wo man sie gerne hat, wenn man ihnen Angst vor dem Tod vormalt. Wobei das vielleicht nicht bewusst manipuliert worden ist. Ich denke, es hat einfach Zeiten gegeben, wo man gesamthaft Tod mit Gericht und mit Angst und mit Bestrafung und Belohnung, mit Wertungen in Zusammenhang gebracht hat. Das ist vielleicht die Eigenschaft von fast allen Religionen. Das Erlebnis ist so intensiv. Es verweist einem so stark auf eine andere Dimension, auf eine geistvolle, lichtvolle, liebevolle Dimension, dass man die nie mehr vergisst. Schlagartig während dem Nahtoderlebnis haben sich alle religiösen, philosophischen, ethischen Warum und Fragen gelöst. Und ich bin von dem Moment an es wie ein anderer Mensch geworden. Das heisst, viele Probleme habe ich ganz anders angegangen, habe sie anders verarbeitet. Also der Alltag ist für mich in jeder kleinen Symbolik wichtig geworden. Das heißt, ich bemühe mich, ich bin natürlich noch lange nicht perfekt, aber ich bemühe mich, alles, was mir geschieht, aber wirklich jede Kleinigkeit, mir bewusst zu machen und auch die Symbolik zu überlegen, warum geschieht mir gerade das jetzt, was soll ich heute lernen, was darf ich sogar daraus lernen. Und dadurch bin ich also sicherlich ein absolut anderer Mensch geworden. Durch das Erlebnis hat sich meine Perspektive nicht nur verdoppelt, die hat sich vervielfacht, dass ich nehme einfach viel mehr wahr. Ich bin viel mehr gegenüber offen, als vielleicht jemand ist, der das nicht erlebt hat. Ich habe mich als Mensch geändert. In meiner ganzen Art habe ich mich geändert. Ich habe mir Verständnis bekommen für andere Menschen. Ich habe plötzlich ein Sensorium bekommen für all die Schönheiten, die uns tagtäglich umgehen, wo wir aber im normalen Leben halt manchmal übersehen. Das, was ich spüre und was geblieben ist, ist ein Verantwortungsbewusstsein mir gegenüber, dem Leben gegenüber, den Mitmenschen gegenüber. Und das Gefühl von der Liebe, das ich vorhin gesagt habe, das man gespürt hat, das ist geblieben.
Die wichtigsten Dinge sind eigentlich loslassen können von vielem, was das Materielle ausmacht, was so wichtig war vorher. Und es nur als eine Gabe ansehen, die einem gegeben wurde für die Dauer des Lebens. Ich sage immer, es ist alles nur geliehen. Man muss alles wieder zurückgeben, wenn man geht. Es gehört einem nicht. Ich glaube, meine Ansprüche an mich haben sich verändert. Also mein Anspruch an mich, mir gegenüber integer zu sein. Für mich war es auf jeden Fall eine totale Wende und ich habe gesagt, ich muss diese Erfahrung, die ich habe, nutzen, einfach auch um Menschen zu helfen, weil die meisten Menschen einfach zu wenig darüber nachdenken und auch Angst haben. Es geht um Toleranz, um darum, dass man andere Menschen entfalten lassen kann, so wie man sich auch selber soll entfalten, dass man allen Raum gibt. Jeder sollte in seinem Alltag mit seinen Fähigkeiten nichts anderes tun, als sie einzusetzen, um den anderen Menschen, also uns gegenseitig zu helfen. Das Bewusstsein, dass wir unser Leben bis zum Schluss selber leben und kein nichts dürfen machen, was eine Abkürzung ist oder Selbstmord oder so, das ist sehr stark in mir geblieben. Und im Übrigen finde ich, für mich, ich lebe jeden Tag so wie ein Hund, bestmöglich, und mache mir gar keine Sorgen darum, ob das bald oder Sport ist. Ich habe einfach das Gefühl, dass so wie es ist, ist es recht. Eine Art Todeserfahrung ist naturwissenschaftlich nicht fassbar. Es ist eine subjektive, innere Erfahrung, ein Erlebnis, wo man einfach erzählen kann, aber man kann es nicht messen. Und ich denke, es haben wahrscheinlich naturwissenschaftlich geschulte Menschen eine Scheu davor, sich zu exponieren auf einem Gebiet, wo man von außen her mit traditionellen Messmethoden nicht kann beweisen kann. Es wirkt vielleicht auch das Ganze leicht verrückt, ich weiß es nicht. Oder unglaubwürdig, oder wie immer. Aber es ist von außen her nicht messbar. Das war für mich auch schon während des Medizinstudiums eine sehr wichtige Erfahrung, dass man darüber anscheinend überhaupt nicht nachdenkt. Ich bin sicher, weil man einfach diese Welt nicht theoretisch erklären kann, das muss man erleben. Und natürlich auch die ganz persönliche Angst. Ich habe immer gesagt, dass in der Ausbildung der Ärzte eigentlich das fehlt, nämlich die Ausbildung, wenn man so will, zu einem Priesterarzt. Das heißt also, dass die Menschen lernen oder diese jungen Menschen lernen sollten zu meditieren und so weiter. Und ich habe ja später 10 Jahre an der Uni Frankfurt Allgemeinmedizin unterrichtet und habe versucht, gerade während dieser Zeit den jungen Medizinstudenten zu sagen, es gibt noch mehr. Und ihr solltet auch ein bisschen mehr an eurer eigenen Persönlichkeit arbeiten und nicht nur irgendetwas auswendig lernen. Vielleicht haben die Ärzte auch naturgemäß einen Abscheu vor dem Tod. Vielleicht versuchen sie, den Tod zu verdrängen. In ihrer ganzen Arbeit versuchen sie ja, den Tod zu besiegen und zurückzudrängen. Sie möchten ja Leben erhalten. Und der Tod, der am Schluss triumphiert, der zeigt, dass die Ärzte doch nicht alles können. Vielleicht gibt das unbewusst einen Reflex von der Abwehr gegen das Thema überhaupt. Mein Verhältnis zum Tod, das ist vollkommen natürlich. Wenn der Tod kommt, das ist für mich eine andere Daseinsform, die man annehmen muss oder auch gern annimmt. Ich nehme sie gern an. Ich habe absolut keine Angst vor dem Tod. Es könnte das wie sein, je nachdem, wie sich das ergibt, also Krankheit oder so. Aber ganz bestimmt Angst vor dem Tod habe ich keine mehr. Im Gegenteil, ich sehe das als Erlösung, als ein Weitermachen, als eine Gnade. Ich habe nicht einmal Angst vor dem Sterben.
Also vor dem Tod sowieso nicht, vor dem Sterben auch nicht. Weil ich für mich weiss, dass ich den Körper verlasse, wenn es stimmt. Das ist ein natürlicher Prozess, der weder schmerzhaft noch mit Trauer oder irgend sowas verbunden ist. Also es ist sehr angenehm. Ich freue mich aufs Sterben. Ich habe nach dieser Erfahrung noch lange immer wieder Gefühl von Heimweh nach diesem Zustand. Mit der Zeit hat sich das ein bisschen ergeben. Es ist jetzt nicht mehr so intensiv. Aber jedenfalls macht mir der Gedanke an einen allfälligen Tod irgendwann einmal keine Angst. Ich freue mich schon drauf. Ich möchte ihn aber jetzt nicht beschwören. Ich lebe auch sehr gern, weil ich habe das Gefühl, dass auch mein Leben eine Qualität gewonnen hat seit dem Erlebnis. Ich bin sicher, dass ich im Moment des Todes immer trotzdem noch Angst haben werde, weil soweit ich das heute sehe, ist das einfach daran gebunden an das materielle Dasein. Solange wir einen Körper haben, haben wir sozusagen ein Tier in uns, einen schwachen Teil, der einfach auf gar keinen Fall sterben möchte. Nein, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich finde es sogar wahrscheinlich auch schön, wenn es soweit ist, dass ich diesen Weg wieder mal gehen muss. Ich glaube, man erlebt den Tod so, wie man gelebt hat. Das heisst, wenn man sich Mühe gegeben hat, wenn man das, was man erlebt hat und was einschneidend ist, richtig verwertet, dann kann es nur gut sein. Ich glaube schon, das Wichtigste ist die Erkenntnis, dass es einfach jenseits dessen, was wir anfassen können, noch viel, viel, viel mehr gibt. Als die Wissenschaft vor allem uns sagt, als die Kirchen uns sagen, als alle Philosophen sagen. Und für mich war die Erkenntnis, dass die Masse der Menschen, vor allem an die sogenannten Intellektuellen, dass sie Wissen gleich auswendig lernen nehmen. Und für mich war damals der wichtigste Punkt, was ich selber erfahre, nur das ist für mich Wissen. Ich kann es verstehen, wenn jemand Zweifel hat an der Realität von der Erzählungen von so einem Erlebnis. Vielleicht hätte ich es auch, wenn ich das selber nicht erlebt hätte. Seit dieser Zeit habe ich nur noch intensiver gesucht und gefragt, selber gefragt und unglaublich viel gebetet. Nach mehr Wissen, nach mehr Erfahrung. Ich komme gerne genug über im Lesen, im Erfahren, im Erkennen wollen von allem, was es überhaupt gibt auf der Welt oder im Weltall oder wo immer. Also eine geistige Neugier. Was ich einfach weiss, ist, dass ich von dem Moment da anders gedacht habe als andere. Und für mich ist das die Veränderung in meinem Leben gewesen, wo heute noch ganz lebendig in mir ist. Ich bin ruhiger geworden und verständnisvoller und gehe mehr auf die Menschen ein. Nach dem Tod kommt ein ungeheures Glück. Vielleicht auch weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Was genau kommt, weiss ich nicht. Es langt mir zum Wissen, dass wir nachher in das Licht fließen, dass wir dort höchstes Glück erfahren würden. Ich weiss, dass uns dort eine grosse Liebe wird empfangen. Und was dann weiter ist, das wird sich in einer liebevollen Atmosphäre abspielen. Da habe ich Vertrauen, aber was genau, wie die Existenz wird sein, weiß ich auch nicht.